Es geht schon weiter, ne? Heute drehen wir aber einen Part nach dem anderen. Boah, das Material, da brauchen wir erstmal ein paar Tage gar nicht mehr zu zocken. Ich will so groß gern wieder Wasser. Oh, Justus, hab mal ein bisschen Respekt vor unserem Server und hör auf, hier alles zu verdrecken. Wir bauen hier eine seriöse Stadt auf und du kommst damit. Ey, hör mal auf damit, das sieht voll scheiße aus, Justus. Es ist überhaupt nicht scheiße. Dein Haus sieht kacke aus. Ja, das stimmt doch gar nicht, komm erstmal rein. Hör erstmal auf zu bauen. Nein. Doch, nein. Justus, dein Haus sieht voll dreckig aus. Warst du schon mal drin? Nein. Die Raumeinteilung jetzt. Wir haben in unserem Haus drei Zimmer, aber wenn halt mehr kommen sollten, dann können wir halt ein bisschen die Zimmer aufteilen oder so. Sehen wir dann halt. Oder ich mache hier noch ein. Ich mache noch ein drittes Zimmer rein. So. Und zwar. Ich baue mal die Tür hier ab. Okay. Hier bauen wir auch die Tür ab. Hier auch. Zum Glück könnt ihr bei mir zugucken und nicht bei Justus, weil der ist total langweilig. Aber bei mir würde ich viel mehr Action kriegen. Wollen wir die Kamera verändern? Wir können sie verändern, wenn du willst, aber. Nee. Das ist sofort abgelehnt. Bei allen nötigen Respekt ist, es ist ja lustig, dass du mitspielst, ne? Aber mehr kannst du ja auch nicht. Weil... Also wir haben jetzt eine neue Regel, wenn wir Justus nochmal bei uns im Haus erwischen, töten wir ihn. Jetzt ist mein Grundstück, ey. Dein! Ja, ich glaube, jetzt pfeift der Schwein hier. Jetzt geh ich da runter und bring dich hier um. Wir hören gerade Schritte. Wir gehen einfach mal nach unten und hoffen, dass Justus im Haus steht. Ach nee, leider. Hätten wir ihn auf frischer Tat ertappt, das wäre noch schöner. Ey Junge, willst du dich verarschen? Dein Haus sieht von außen scheiße aus. Wir haben hier ein Imperium. Oh, ey, das ist geil. Ja, ein Orgasmus, oder? Justus ist gerade auf sein Haus gekommen. Du musst dir erstmal dein Haus anschauen und danach schaust du mein Haus an. Ja, und da muss ich weinen. Nein, guck mal, ich habe sogar noch verschiedene Materialien. Scheiße, da baum ich nicht mein Ures Zimmer drin. Oh Mann, Ure, wie hast du nur deinen scheiß Baum hingestellt? Machen wir es dann. Machen wir Ures Zimmer halt dieses kleine hier. Was sollen wir machen? Nee, das Zimmer wird zu klein, dann müssen wir hier wohl das ganze Zimmer, den ganzen Komplex hier geben. Und wer halt noch ein Zimmer haben will, ich glaube, Mustafa ist noch der Einzige, der hier in diesem Haus ein Zimmer hat. Und ja, ich glaube, das mit der Raumeinteilung, das mache ich lieber mit Uhr. Ich fange jetzt einfach mit der Decke an. Hab mir überlegt, die Decke ist. Was nehmen wir denn als Decke? Dreck? Nein, Dreck sieht scheiße aus. Ey, wie hebt man, weißt du, wenn man so ein Schild hingestellt hat, wie man es wieder aufhebt? Ja, mit der Achse abbauen, glaube ich. Aber dann kann man es wieder aufheben. Ja. Okay, ich denke mal, aber das wird heute der letzte Part sein, oder? Oder hast du noch Zeit zum Zocken? Ja, keine Ahnung. Ich will mein Haus noch weiter bauen. Dann bau du dein Haus, weil ich muss gleich los zur Arbeit. So. Ja, deswegen. Aber den Part machen wir noch zu Ende. Und danach besichtigen wir mal beide Häuser. Wir machen irgendwann Stopp, dann besichtigen wir beide Häuser, Justus. Und dann lassen wir die Zuschauer entscheiden, welches Haus besser ist.
Ich nenne das auch, welches Haus ist besser. Und dann lassen wir einfach mal die Zuschauer entscheiden. Bevor die Zuschauer dein Haus angucken, will ich erstmal einen Blick auf mein Haus werfen. Damen und Herren. Wow. Ich baue mir nochmal ein fettes Fenster rein. Das kommt nämlich gut bei den Leuten. Und danach mache ich mir ein paar Gemälde an die Wand. Ah! Was ist los, Justus? Was los? Was los, das los? Und, ich habe sogar eine Playstation. Ja, zur Bewertung will ich noch so viel sagen. Der liebe Herr da drüben hat all unsere Materialien genutzt. Das sollte noch in die Bewertung mit einfließen. Alle Bewertungen? Das ist eine neutrale Wertung. Ich finde, das ist sehr neutral. Ich sag ja auch Herr zu dir, sonst würde ich Penner sagen. Was wir jetzt, was ihr jetzt im Rest dieses Let's Plays sehen werdet, ist einfach, wie ich vor der Truhe mit dem Schwert stehe und auf ihn warte. Also, trotzdem stehe ich mal hier so sicherheitshalber. Man weiß ja nie so. Richtig? Oder ihr werdet. Oder wir machen hier Gemälde und Justus guckt ja eh die Parts nicht. Von daher weiß er auch nicht, wie das geht. Hahaha. So, wir können ja immer ruhig zwei Gemälde machen. Ach, ich merke gerade, oh Mann, bin ich doof. Ich habe meine wichtigste, ja, mein wichtigstes, meinen wichtigsten Rohstoff gar nicht dabei. So. Ich hoffe, damit geht's auch. So. Ja, wuhu! Was habe ich denn gemacht? Musik, was nicht hier im Hintergrund? Die kommt manchmal, wenn es kurz bevor es Nacht wird. Das heißt für uns, Musik ausschalten. Wenn ihr euch wundert, dass wir manchmal Escape drücken, das heißt halt immer, dass ich ein bisschen cheate. So. Ah, wir machen uns noch so einen kleinen schönen Garten, der Justus hat nämlich sowas nicht. Boah! Was ist das denn? Was meinst du, mein Haus oder was? Nein, bei uns, das musst du dir mal reinziehen, Junge. Kann ich das auch abbauen und woanders hinstellen? Das war ja ein krasses Gemälde. Oh, jetzt kommt irgendwie ein anderer Scheiß. Also, es ist immer Zufallsbild. Ja. Justus, dein Haus hat schon mal verloren. Alter, dein Haus hat sowas von abgestunken. Jetzt muss ich mit dann. Nee, ich hab noch. Zieh dir mal unser Haus rein, Junge. Das musst du gesehen haben. Komm mal gleich zu mir rüber. Oh, zweimal das schwule Gemälde ist schwul. Oh, ich will lieber dieses andere, was wir davor hatten. Oder das, kann man das feiern? Nee. Nicht so. Aber der Herr Notch, der hat sich schon ein paar Bilder hier. Oh Mann. Der hat sich schon ein paar Bilder hier Gedanken gemacht. Das heißt Gedanken neu eingefügt. Mann, komm schon. Yeah! Alter! Justus, du hast verloren! Du hast sowas von verloren! Boah, ich bin gleich größer als sowas auf mir. Größe hat hier nichts zu tun! Das hat nichts zu bedeuten! Mann, es kommt nur auf die Größe drauf an. Es kommt auf die Technik an. Guck dir erstmal mein Haus an und dann ja, Junge! Guck mal, ich kann auch länger reinschauen. Das ist mal eine Decke, was? Wir überlegen, was wir jetzt Material für die Decke nehmen. Überlegen, schon mal was davon gehört? Wie kommt man überhaupt bei deinem Haus so hoch? Kannst du mir das mal verraten? Ey, da kommt ja auch noch eine Decke drauf, das wird ja nicht so. Ich hätte jetzt gar nicht mehr, ich habe gar kein Gefühl für die Parts irgendwie. Kann sein, dass manche Parts 5 Minuten dauern, die anderen 20 Minuten. Die für 20 Minuten gehe, nehme ich nicht mit. Ah, oh, wenn du einmal. Ist der doof. Nein, und ich habe alles verloren. Ja, was hat dieser Doofkopf jetzt gemacht, Justus? Ich erkläre es euch mal. Guck mal, es ist bei uns vorne im Haus. Was machst du da? Ich komme da
Du ertrinkst noch, spring! Leertaste! Warum greifst du dich denn an? Okay, hier siehst du, wie dieser Hinterwäldler trinkt. Soll ich dein Leid schneller zu Ende bringen? Oha, ja, was ist los? Wo hast du das her? Ey, fass es nicht an, Mann. Ich zeig's dir vielleicht später, wenn wir den Wettbewerb gewonnen haben und du unser Sperma trinken musst. Hey Justus, hallo, geh bei dir zu Hause rein, da liegen noch deine Sachen auf dem Boden. Ja. Du kennst ja die neue Regel, oder? Warte, ich geb dir noch dein Schweinefleisch, ne? Also du kannst schon mal in dein Haus rein, aber ich werf dir dann dein Schweinefleisch zu. Hallo? Du denkst, du hast Chance gegen ein Schwert? Du bist aber sehr, sehr mutig, muss ich sagen. Wir bereiten jetzt mal einfach unser Hühnchen vor. Ah, dein Schweinefleisch ist aber ungebraten, das gebe ich dir noch nicht. Aber denk, ah, hier, gekochtes Schweinefleisch hier. Ich komme zu dir rüber, Nachbar, mit einem Geschenk. Okay, komm rein. Wo soll ich da rein, Junge? Das ist nicht meine Tür. Wollen wir mal Justus Haus. Wow. Junge, hier gebe ich dir erstmal Sandstone. Vielleicht kannst du damit was anfangen. Und dann dein Schweinefleisch, bitteschön. Schau mal hoch. Ja, genial. Echt genial. Okay, die Bewertung fängt hier an. Ich versuche ernst zu bleiben. So, ey, was? Die Bewertung fängt jetzt an. Ich muss gleich los. So, das Haus. Aber ich will, dass die Bewertung noch mit einfließt, dass Justus Haus noch nicht fertig ist. Und das ist auch noch nicht fertig, ja? Also, wir gehen mal von vorne rein. Wir machen das mal so wie MTV Cribs. Das ist das Haus von Justus 1. Die Farm hier nicht dazu zählen, die gehört uns nämlich. So, Justus Haus, wir gehen mal hier rein. Erster Minuspunkt, keine Türen. Ich sag mal keine Minuspunkte, bewertet es einfach selbst. Das ist das Haus mit einem eingebauten Baum. Noch keine Decke und so. Schön. Hey du! Der beklaut uns jetzt bestimmt. Ja, was denkst du hier? So, das ist Justus Haus. Und jetzt kommt unser Haus. Wir die Farm und so lassen wir mal alles außen vor. Wir bemühen uns nur um das Haus. Das sieht von vorne, so sieht es von vorne aus. Ey du! Was machst du? Ey Justus! Weißt du, wie lange es gedauert hat, das Bild da zu kriegen? Ich wo ist das? Ja, jetzt können wir das Gemälde auch nicht mehr einsammeln, du Penner! Geh weg! Justus, geh weg! Ja, okay, ich gehe wieder mein Haus. Oh Mann, jetzt können wir das Gemälde nicht mehr einsammeln. Oh. Du Doofkopf. So. Das ist unser Haus. Davor war noch ein Gemälde. Hier kann man rein. Hier haben wir unseren Ofen und unseren Werkzeugkasten. Unsere Spiegel. Unser Eingang in unsere privaten Minen, wo wir Eisen und Kohle finden, folgt uns doch einfach hier ins größere Zimmer, was wohl mein Zimmer sein wird. Hier haben wir ein großes Bett, ebenfalls Zugriff zum Ofen. Oh, Hühnchen ist fertig. Kannst du das auch? Ist das? Nein. Okay. Überall sind natürlich die Wände sind aus Holz und hier haben wir Stufen. Ohne Springen und so kommen wir hoch. Nochmal eine Scheibe, um unsere Farm zu betrachten. Und hier sind Zimmer, leider noch nicht fertig. Hier ist ein Zimmer, das ist wohl das Zimmer von U, das ist sein eigener Baum. Und da oben sehen wir leider etwas, wovon wir kein Teil sein wollten. Nur weg damit. So, bewertet selbst, ich beende das Video und gehe jetzt arbeiten. Justus, noch irgendwelche letzten Worte? Ja, mein Haus ist das Beste. Überhaupt nicht bescheiden. Okay, ich gehe auch raus. Ich will das Haus nächstes Mal genauso wiedersehen. Ja, bestimmt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut, Leute. Ich weiß jetzt nicht, wie viel der Part das ist. Haut rein!